Einen wunderschönen guten Morgen in der Whisky-Truhe. Ja, es gibt was Neues. Die Whisky-Truhe wurde abgemahnt. Aber ich greife vor. Wo sind wir? Wir sind in der Whisky-Truhe. In Schmelz-Limbach im Herzen des wunderschönen Saarlands. Ich sehe schon den einen oder anderen Zuschauer, der jetzt verzweifelt auf Google sucht, wo ist denn das Saarland? Wo ist denn Schmelz-Limbach? Saarland im Herzen Europas, Schmelz-Limbach im Herzen Saarland. Und ich bin im Herzen von Schmelz-Limbach. Und in meinem Herz ist ein bisschen, weil ich habe gestern eine E-Mail bekommen. Ich dachte, ich mache noch einen Brief, E-Mail-Postkasten auf, guck mal rein. Einmal hat ein Herr F, ein Anwalt, mir eine E-Mail geschickt. Vorab zu dem Brief, der kommt, also der ist noch gar nicht da, das wird bestimmt ein Riesenumschlag. Man kennt ja Anwälte, die schreiben ja eloquent, epische Texte mit so wenig Inhalt teilweise. Entschuldigung. Ich möchte aber niemanden angreifen. Ich bin manchmal auch sehr episch. Kann auch schwätzen wie. Kamerafrau nickt. Ist in Ordnung. Gut. Witz gemacht. Wir haben gelacht. Ist bisschen Humor tut der Sache vielleicht nicht schlecht. Ja, und dann stand dann ganz groß drauf: Urheberrechtsverletzung. Und erst mal denkst du, hä? Was? Bestimmt ein Spam-Mail. Ich die aufgemacht, guck so: Nee, ist kein Spam. Hä? Direkt erstmal gegoogelt. Oh, den Anwalt gibt's. Guck so, E-Mail, Postfach, nochmal rein, PDF auf, und eine Entscheidung von einem Hotel, ein Koblenz-Urteil. Dann fange ich an, das durchzulesen. Der lange Rede erscheint in kurzer Sinn. Es geht hier um eine Urheberrechtsverletzung, um eine Fototapete. Ihr seht, hier so sah der ganze Laden aus. Mittlerweile ist hier ein bisschen Farbe, ein bisschen Deko. Findet ihr das schön? Ja, Fototapete an die Wand gemacht, habe die käuflich erworben. Und da kommt doch kein Mensch auf die Idee, dass da eine Urheberrechtsverletzung sein könnte. Meinerseits, vielleicht von dem, der die Fototapete gemacht hat. Jetzt verlangt sogar dieser Anwalt oder wirft mir vor, ich hätte ja noch nicht einmal den Fotografen genannt. Wo verdammt soll ich den finden? Und wer kommt auf die Idee, eine Fototapete urheberrechtlich? Ich hätte ja noch verstanden, wenn der Versandhändler da genannt werden möchte, wo ich das gekauft habe. Hallo? Und ich möchte ja nicht der Leistung der Fotografen das in Abrede stellen, aber eine Mauer. Jetzt gibt es erstmal Kaffee. Siehst du mal, die French Press ist selber schon pissig, die macht schon unter sich. Das ist im Übrigen ein Kaffee, den es von mir gibt. Eine wunderschöne Rösterei aus Neustadt an der Weinstraße. Ein Kaffee mit einer Nachlagerung in Sherry. Sehr lecker. So, und die Kameradame, die möchte ja mit Milch. Ups, das spritze ich schon daneben. So, sie bekommt das in der wunderschönen Merch-Tasse von der Whisky-Truhe, die ihr auch hier kriegen könnt. Edelstahl mit Aufdruck, wunderbar. So, erstmal Kaffee. So, bin ich ein bisschen beruhigter. Mit Kaffee geht alles besser. Schwarz wie die Nacht. Egal, zurück zum Thema. Hab das dann gleich meiner Anwältin übermittelt. Bisschen gegoogelt. Scheinbar, ich meine, wir haben jetzt heute Silvester, 31.12.2021, ein, sagen wir nun ja, besonderes Jahr. Ein vielleicht für den einen oder anderen bescheidenes Jahr. Das Jammern ist groß. Durchaus gibt es auch gute Dinge. Und ich verstehe, wenn Fotografen Aufträge wegbrechen, auch wenn sie sich als besondere Fotografen bezeichnen. Aber damit jetzt Geld machen, hier einen schnellen Taler machen, indem man versucht, irgendwelche Unternehmer, Kleinbetriebe, hier einen Anwalt aufzuhetzen und dann gleich mal so mit Zinsen und allem Schnick und Schnack fast 5.000 Euro zu verlangen. Ich meine, der Anwalt macht es gerne, der kriegt 800 Euro für ein Schreiben, das er aufsetzt, das ist nicht viel Arbeit. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da jetzt direkt bezahlen, aber ich werde das so nicht hinnehmen. Hab da gestern schon ein bisschen, ich sag's auch deutlich, leicht missmutig auf der Couch gesessen. Und war schon überlegen, ob ich
postwendend eine Antwort formuliere. Aber das lasse ich von meiner Anwältin tun, die kann das besser, das ist eine sehr fähige Dame, kann ich auch sehr empfehlen. Und ja, ich habe dann gestern so mir ein paar Gedanken gemacht, egal wie die Sache ausgeht, eins werde ich jetzt tun, ich werde alles an Bilder, wo man im Hintergrund diese Tapete sieht, werde ich vom Netz nehmen. Ich werde auch die Videos dazu löschen, wo man das sieht. Und das kommt jetzt ihr ins Spiel. Diese Wand, diese Tapete, die wird überstrichen, die verschwindet aus dem Laden. Denn eins ist klar, das Machwerk dieses Fotografen hat bei mir keine Zukunft. Warum? Weil er es nicht, weil das ist es nicht wert. Ich möchte nicht in meinem Laden stehen und mir die ganze Zeit dieses Foto angucken und denken so, piep. So, hier sind jetzt entsprechend, das könnt ihr euch einsetzen, was ihr dann sagen würdet. Nee, so, jetzt, ihr seht hier im Hintergrund grau, so blau-grün und da die Irland-Flagge. Ich brauche noch Kaffee, ich habe nur so leichte Wortfindungsstörung. Und ist die Frage, welche Farbe? Ich bin ja in dem Tastingbereich, eine rote Ziegelwand. Die zeigen wir jetzt nicht, weil das ist auch eine Fototapete, nicht, dass mir jetzt hier auch noch jemand an den Karren pinkelt und dann habe ich eine Stelle rot. So, ist ja die Frage, das darf gerne ein bisschen bunt sein, was soll da dran? Machen wir da ein schönes dunkles Rot, ein kräftiges Grün, lila, grau, schwarz, kein Weiß. Das Ding hier war komplett weiß, das muss nicht. Die Kamerafrau kann ja einmal sich um die eigene Achse drehen, dass man es mal kurz wieder sieht. Es ist keine werbliche Darstellung. Da steht die Schelle. Die hat so manch einer verdient. Super geiler Kräuterlikör mit Chili. Da steht Absinth. Und gar nicht zu vergessen, die Bilder. Und dafür interessieren sich die Menschen eher wie für ein Foto an der Wand in Form einer Tapete. Die Bilder von Fräulein Panda. Ja? Ich zeige euch mal gerade schnell eins. Ich gehe mal kurz aus dem Bild. Das ist ein kleines Bild, sowas zum Beispiel, ja. Das Besondere daran ist, ich nehme mal noch gerade eins, und zwar, die Whisky-Truhe ist ja sogar noch nachhaltig, die leeren Flaschen, wenn sie schick sind, die holen sich Leute ab. Für Öle oder Liköre oder was auch immer, oder Kerzen, Leuchter, was die dort was machen wollen. Die Pappschachteln, die kleben an der Wand. Und Servus, komm nur rein. Servus. Ich mache noch das Video zu Ende. Das ist ein One-Card-Video. Deswegen muss ich jetzt langsam zum Ende kommen. Ich habe schon die ersten Kunden. Die Kartons landen an der Decke und die Etiketten holt Fräulein Panda und macht da draus wunderschöne Bilder, habt ihr gesehen. Dann hängt nur so ein bisschen Deko an der Wand. Aber für die Fototapete interessiert sich hier keiner. Und deswegen wird die verschwinden. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Silvester. Und ich genieße jetzt noch meinen Kaffee. Und tschüss. Genau. Tschüss.